Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir müssen zu den Mongolen wieder, ne? Genau, wir müssen da wieder hoch. Aber den Bären vorbei diesmal, ne? Genau. Was war hier drin? Pilze. Noch mehr Pilze? Ich kann... Okay. Zack. Mir fehlen Federn, ja gut. Was kann ich denn... Wie kann ich denn alles herstellen? Kann ich hier Sachen herstellen? Tagebuch, Relikte, Ressourcen. Ha. Hier war ich schon, oder? Ach stimmt, hier war ich schon. Oh Mensch. Okay, ja, ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Ich bin eigentlich nämlich mega müde. Ich habe aber bis eben gerade noch gestreamt. Insgesamt 7 Stunden, glaube ich, waren das. Habe ich gestreamt. War schon eine Zeit. Ja. Springlera, kletter hoch, genau. Eigentlich wollte ich nicht hier rauf. Geh nochmal bitte da rein. Genau, hoch. Mann! Hä? Springlera, um das Seil zu greifen. Ja, hä? Jetzt geht's, okay. Bringt es mir irgendwas? Ich weiß nicht mal mehr, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Kacke. Ich glaube da lang, oder? Ja, hier. Hier. Okay, ich hab's gefunden. Mann. Dahin. Danke. So, ich habe 7 Stunden gestreamt. League of Legends halt. Und ich habe vergessen, dass ich noch Tomb Raider aufnehmen muss. Und jetzt muss ich halt noch Tomb Raider aufnehmen. Also wundert euch nicht. Ich bin nicht bereit für den Bären. Ich brauche was Stärkeres als diese Pfeile. Ja, kann ich das nicht doch hier herstellen? Ja, Pilze. Von Giftpfeilen, ja. Oh, wie konnte ich denn nochmal Sachen herstellen? Mann! Muss ich das echt an dem Lagerfeuer machen? Konnte ich nicht anders auch herstellen irgendwas? Oh Mann, ich will nicht immer hin und her rennen. Das ist echt doof. Das ist echt doof. Boah, wo musste ich hin? Hier war das, ne? Hier hinten oder so? Ja, da oben. Hier oben! Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen verpeilt bin, wenig rede oder so. Müde! Ich darf nicht mehr übermüdet aufnehmen, das ist total dumm. Haben wir einen Fähigkeitenpunkt? Nein, Inventar bitte. Munition. Pfeile. Ach, ich habe keine Pfeile und kann deswegen auch keine Giftpfeile herstellen, das macht Sinn. Ich brauche Federn. Federn bekomme ich von diesen Nestern, ne? Hier war ich noch nicht, oder? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Sieht mir ganz danach aus. Hoch. Von hier aus jetzt wohin? Ne, da macht keinen Sinn, oder? Darüber auch nicht. Höher? Nee. Oder doch dahin oder so?
Nee, das hat auch keinen Sinn gemacht. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch. Oh Gott, ist das ein komischer Part, ey. Macht es Sinn, hier hochzulaufen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Wow. Okay, es war übel dumm, hier hochzulaufen. Jetzt müssen wir wieder so langsam runterlaufen. Oh. Komm. Ja, springt ein bisschen gleichzeitig, komm. Jetzt aber, Lara. Ja, lauf. Ja, irgendwie muss ich da hochkommen, glaube ich. Kannst du jetzt mal sprinten? Wieso kannst du nicht sprinten? Bist du so außer Atem? Ich brauche so ein Nest, ne? Ich muss so ein Nest finden. Da finde ich auch Federn, glaube ich. Wo sind so eine Nester? Das bekomme ich noch nicht runter. Nee. Leider nicht. Da oben ist ein Nest. Komm ich da irgendwie ran oder so? Ist da irgendwie Gegenschlag oder so? Nee. Hä? Hä? Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übriggebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Okay. Komm ich da nicht? Oh, ich kann da keinen Doppelsprung machen, dein Ernst? Wieso kann Lara nicht sprinten? Das ist doof. Ich würde gerne sprinten. Und ich würde auch gerne ein bisschen ein bisschen Sachen finden. Das ist mongolisch, ne? Genau. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf. Oh. Aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Okay. Okay. Dann hätte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Kann ich jetzt nochmal bitte... Kann ich nochmal lesen? Irgendwas? Nee, ne? Schade. Ich brauche trotzdem noch immer Pfeile und so. Okay. Ich brauche irgendwas. Und ich frage mich gerade, warum ich nicht mehr sprinten kann. Ist mein Shift-Taste kaputt? Hm. Kann ich das kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Manu. War es noch was? Hier könnten wir nochmal über den Baum klettern. Achso, da waren wir schon mal drauf, ne? Da oben ist halt das Nest, aber da komme ich auch nicht rauf. So, und was bringt es uns jetzt hier zu sein? War hier irgendwas? Das ist ein Vogel gewesen. Ha. Okay. Was bringt uns das hier? Ich habe keine Ahnung. Was es mir bringt, hier zu sein. Kannst du mal... Mein Shift-Taste geht nicht. Meine Shift-Taste geht nicht. Hä? Hä?
Ich kann nicht Shift drücken. Okay. Das ist... verwirrend. Ich muss mal später testen, ob mein Schiff das da allgemein nicht geht oder nur jetzt nicht. Okay. Jetzt geht Steuerung auch nicht mehr. Moment. Hä? Okay, ich hoffe, das ist nur ein Bug. Wir können keine Giftpfeile machen. Doch, jetzt können wir Giftpfeile machen, oder was? Hä? Ich hab doch Pilze genug. Als ob, ich hatte doch genug Pilze, oder nicht? Muss mich ausruhen. So kalt. So müde. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt, aber das liegt wahrscheinlich an der Müdigkeit. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages... wirst du es verstehen? Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Okay. Sophia, lauf weiter. Na los, wir haben sie. Schnappt sie euch! Alles klar. Nicht weit sein. Over. Okay. Nutzen Sie Gebüsch, um gedeckt zu halten. Ja. Raffen und weg. Wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das vermisste... Okay. Einseitige Konversation, okay. Pfeile! Können wir jetzt... ja, wir können das Lagerfeuer, okay. Lena, wirklich... Haltezeit, okay. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das können wir bei der Kletterachs machen. Weithändig ausgeführten Nahkampf. Kombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Ne, wir upgraden unseren Bogen, würde ich meinen. Können wir das trotzdem noch upgraden? Ja, können wir sogar noch. Nice. Okay. Machen wir bei Kampf was, oder wie war das? Das ist nicht beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich angepasste Drücken von F außer Gefecht. Das ist eigentlich cool. Ja.
Machen wir das, genau. Inventar, Munition. Also haben wir Giftpfeile. Ja, wie es aussieht schon. Und zu schießen, Giftwolke leben und betäuben Gegner. Plündern. Okay. Da hinten ist noch einer, okay. Nehmen wir mit. Mach schnell das Holz. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen... Wie war das denn nochmal? Wie kann ich nochmal die Seite wechseln? Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Oh Gott, Moment. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, ich weiß es nicht. Das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Ist da jemand? Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Er sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Okay. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abklären zu lassen. Kann ich ihn hier lautlos killen? Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Okay, kann ich. Oh, da kam noch einer. Ah, ich glaube, das kann ich nicht machen, oder? Kann ich mir den holen? Ist da jemand? Dass die das nicht merken, Alter. Wo ist er? Da ist er. Ich will ihn plündern. Wir werden angegriffen. Okay. Ich muss nach der Aufnahme testen, ob mein Schiff dazu noch geht, Alter. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den Part. Ich speichere mal hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.